Sie gibt es dutzendfach in Niedersachsen, abgesperrte Gelände, kilometerlange Zäune mitten im Wald in Südniedersachsen und überall auch Verbotsschilder. Die Warnung, Gefahrengebiet. Im Zweiten Weltkrieg wurde hier Sprengstoff hergestellt. Das Gelände ist dadurch vergiftet. Nun soll es an einen Investor verkauft werden, der dann auch den Boden sanieren, die Altlasten beseitigen muss. Das sorgt für Ängste. Wer kauft solch einen Schrott? Wird wirklich saniert oder bleibt die Gefahr für Mensch und Umwelt? Unser Kollege Jörg Hilbert war gemeinsam mit der Regionalzeitung Die Hake auf Spurensuche. Hier haben die Nazis Sprengstoff produziert, im Werk Tanne. Hallo. Nur mit dem zuständigen Sachverständigen Guido Hingst dürfen wir auf das Gelände. Ja, genau. Ist ja sozusagen ein kontaminierter Bereich, deswegen ist das hier alles abgesperrt. Er und der Leiter der Bodenschutzbehörde des Kreises Goslar wollen uns zeigen, was die Sprengstoffproduktion hier angerichtet hat. Boden und Grundwasser sind vergiftet. Also die Probleme, die wir hier haben, sind ganz klar die Sickerwässer, die sich hier auf dem Grundstück bewegen, oberhalb oder auch, wir haben ja ganz viele Leitungen unter, die auch noch gar nicht alle untersucht sind. Und diese Sickerwässer sind natürlich ganz hoch mit sprengstofftypischen Verbindungen kontaminiert. Die gehen hier in Richtung Innerste und auch in Richtung der innerste Talsperre. Und das ist eine Trinkwassertalsperre. Aber wir müssen natürlich versuchen, dass wir das verhindern können, dass die von diesem Gelände abfließen. Das Problem, die Rüstungsaltlast gehört nicht mehr dem Staat. Nach dem Krieg war sie noch im Besitz der staatlichen Industrieverwaltungsgesellschaft, kurz IVG. Doch dann wurde die IVG in den 80er Jahren privatisiert und das ganze Gift gleich mit. Von da an ging es vorrangig um Gewinne und nicht um die Beseitigung des Drecks. Am Rande des Geländes treffen wir Friedhard Knolle. Er ist Umweltschützer und Geologe. Seit Jahrzehnten beschäftigt er sich mit den Risiken dieser Privatisierung für die Natur. Die kritischsten Rüstungsaltlasten in die Obhut einer letztlich privatisierten Firma zu geben. So hat man sich der Verantwortung für diese Altlasten entledigt. Diese Grundstücke sind Kriegsfolgen unseres Staates und die gehören auch in die Hand dieses Staates. Doch es kommt noch dicker. Die IVG wird in wenigen Monaten nicht mehr existieren. Ihre giftigen Rüstungsaltlasten will sie vorher loswerden. In Niedersachsen geht es neben der Sprengstofffabrik Tanne noch um die ehemaligen Pulverfabriken in Dörferden und Liebenau. Für alle drei haben sich nun Käufer gefunden. Die bezahlen dafür nach unseren Informationen 7 Millionen Euro. Viel Geld für Altlasten. Die Pulverfabrik in Liebenau hat riesige Ausmaße, erstreckt sich über mehr als 1000 Hektar, das Gelände eingezäunt. Auf diesem Friedhof am Rande des ehemaligen Werksgeländes wurden mehr als 2000 Zwangsarbeiter und sowjetische Kriegsgefangene begraben. Verhungert, getötet und wegen der grausamen Arbeitsbedingungen gestorben. Schon bald sollen hier ihre Namen stehen und eine neue Dokumentationsstätte Pulverfabrik in Liebenau an ihr Schicksal erinnern. Auf dem Gelände selbst wurden bis in die 90er Jahre Granaten produziert. Die Erkundung dessen, was hier im Boden schlummert, hat gerade erst begonnen. Schon seit mehr als einem Jahrzehnt sind hier Trinkwasserbrunnen geschlossen. Das Wasser ist belastet mit giftigen Rückständen aus der Pulverproduktion. Wir treffen am Werksgelände die grüne Bundestagsabgeordnete Katja Keul. Sie kommt aus dem Landkreis Nienburg und will keine giftigen Rüstungsaltlasten auf dem freien Markt. Denn das Gift macht nicht am Zaun Halt. Das ist eigentlich ein Grundstück, was nicht in private Hände gehört, aufgrund der hohen Gefährlichkeit der Rückstände fürs Trinkwasser. Auch die Gebäude, die Kanalisation, die Gräben, also dieses Gelände ist von hohem öffentlichen Interesse. Und deswegen muss gewährleistet sein, das ist die Sorge, dass die Sanierung hier auch wirklich stattfindet. Diese Sorge gibt es auch am dritten Standort, der ehemaligen Pulverfabrik in Dörferden. Joachim Wog kennt sich aus auf dem Gelände der Fabrik. Er hat als Lehrer mit seinen Schülern die gefährlichen Hinterlassenschaften erkundet für einen Schülerwettbewerb. 16 Schüler aus Klasse 12 des Gymnasiums. Seit Herbst treffen sie sich einmal wöchentlich. Man will erforschen, welche Gefahren sich für die Umwelt ergeben. Von den chemischen Kampfstoffen einer ehemaligen Pulverfabrik.
Kein Wunder, dass Schüler, die teilweise aus Dörfverden kommen, sich für diesen Wettbewerb begeistern. Es verdichteten sich die Anzeichen, in den gefluteten Kellergängen könnten noch immer 27 Kilogramm Arsen lagern, in solchen Holzkisten. Dann fanden Schüler neben dem Waldweg einen Riesenhaufen mit diesen Plättchen. Was sind das für Plättchen? Ja, das wussten wir auch nicht. Und dann brachte ein Schüler mal so ein Wegglas mit. Und dann hatten wir schon durch die Recherchen herausgefunden, dass es da wohl Kampfstoffe gab. Und haben natürlich jetzt gehofft, dass wir da jetzt fündig geworden sind. Und haben das von unserem Chemiker in der Schule untersuchen lassen. Und der hat festgestellt, dass das arsenhaltig ist. Keiner der Verantwortlichen wollte damals ihre Suche nach dem gefährlichen Arsenkampfstoff ernsthaft unterstützen. Die Schüler haben eigentlich eine Lektion in Staatsbürgerkunde bekommen. Nämlich, sie haben am eigenen Leib erfahren, wie schwierig es ist, dort Informationen zu bekommen. Ja, also ein paar Reste habe ich noch. Sieht so ein bisschen aus wie, ja, früher gab es mal Salmiak-Pastillen. Oder Hackschnitzel. Sieht völlig harmlos aus. Ja. Und sie gasen aus, auch also bei sommerlichen Temperaturen, haben die Chemiker, als sie im Gelände waren und auch wieder Plättchen fanden, hatten die Atembeschwerden. Also das macht ja Gelände. So Panikattacken. Ja. Gemeinsam wollen wir uns das Gelände anschauen. Hier soll es noch Arsenplättchen geben. Wir treffen uns vor Ort mit unserem Kollegen Sebastian Schwake von der Regionalzeitung Die Hake. Wir recherchieren gemeinsam, doch auf das Gelände dürfen wir nicht mehr. Zutritt verboten, nagelneue Schilder. Das wundert auch diesen Spaziergänger. Und seit wann stehen diese Schilder hier? Halbes, dreiviertel Jahr und vorher 20 Jahre gar nicht. Da durfte ich da durchlaufen und auf einmal ist es vorbei. Die Schilder wurden offenbar von den Käufern aufgestellt. Immerhin verhindern sie, dass jemand das gefährliche Gelände betritt. Gerne hätten wir erfahren, was sie genau mit den belasteten Grundstücken vorhaben. Doch wir bekommen kein Interview, wollen bei ihrer neuen Verwaltung noch einmal nachfragen. Jens Jacobi, Alexander Schönburg-Hartenstein. Ja, hier soll das wohl mal rein, aber hier wird nur gebaut. Schriftlich teilen sie uns später mit, man wolle Forst- und Jagdwirtschaft betreiben. Und damit sollen die 7 Millionen für den Kauf wieder reinkommen? Dafür müssen sie dann ja ziemlich viel Holz verkaufen. Warum kaufen die Investoren derartig gefährliche Grundstücke von der IVG? Das wollen wir vom Umweltministerium in Hannover wissen. Wir wissen nicht, mit welcher Geschäftsidee jemand kauft, Grundstücke kauft, von denen er weiß, dass sie mit Problemen belastet sind. Hier haben wir ja Rüstungsaltlasten. Was mit den Altlasten eigentlich passieren sollte, ist in diesem Vergleichsvertrag aus 2014 geregelt. Die IVG verpflichtete sich damals, 20 Millionen für die Sanierung zu zahlen. 15 Jahre lang, in Raten. Doch die IVG wird sich wohl Ende 2019 auflösen. Und das Ministerium will jetzt an das Geld. Mit einer neuen Vereinbarung zwischen IVG, den Käufern und dem Land sollen die noch nicht gezahlten Millionen gesichert werden. Da gibt es eben die Absicht, hier eine Einmalzahlung zu leisten. Und wir würden darin einen großen Vorteil sehen, weil wir dieses Geld dann sicher in unserer Sphäre hätten. Sie haben den Spatz jetzt in der Hand. Ja, wir haben den Spatz in der Hand und ich glaube, es ist auch für uns wichtig. Denn beim Werk Tanne braucht man das Geld dringend. Hier sind die Sanierungsplanungen weit fortgeschritten. Auf dem Gelände sollen ein neues Auffangbecken für belastetes Wasser und Klärteiche entstehen. Unsere 8 Millionen, ja, wird vom Land gesagt, die sind sowieso sicher. Wir haben ja auch schon angefangen, die Gelder fließen ja auch, sieht man ja. Na, und deswegen, das ist das größte Brett, was wir jetzt hier erstmal zu bewerkstelligen haben. Sie können einfach davon ausgehen, eine Nutzung wird hier in den nächsten 100 Jahren nicht möglich sein. Eine vernünftige. Also, dass man sagt, wir machen jetzt hier ein Gewerbegebiet, das können Sie vergessen. Ja. Also wir haben ein Gebäude ja mal saniert. Ja. Das hat so 1 Million gekostet. Mhm. Und wir haben hochkontaminiert hier 80 oder so. Die IVG ist es los. Und die neuen Besitzer haben etwas gekauft, was andere nicht geschenkt haben möchten. Mit unkalkulierbaren Kosten und Risiken für die Umwelt. Mhm.
Wir sind eins. ARD.